Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der vierten. So, wir sollen ins Lager. Finde die Lücke in der Nähe des Lagertors. Das haben wir uns in der letzten Folge schon angeschaut. Das schauen wir mal, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss sagen, ich spiele zwar jetzt nur auf Taka. normal. Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Genau, ich wollte sagen, ich spiele zwar jetzt nur auf normal, aber so einfach ist es bis jetzt noch gar nicht. Ich denke mal, dass ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, sage ich mal. An den Kampfstil. Man muss die Gegner wahrscheinlich wissen, wie man die zu spielen hat, und dann wird es schon gehen. So, hier oben. Soll ich mal? Können wir flöten? Und was macht es vor allem? Flöten vor dem Kampf. Okay. Hier durch. Wenn Sie uns sehen, töten Sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Fall dem Mongolen in den Rücken. Alter, dass er wieder den Hals gekriegt hat, ganz schön viel ausgehalten. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Folge den Bärenspuren zusammen mit deinem Onkel. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Hier sind überall Spuren. Ist immer cool, finde ich, mit die Rückblicke. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein, aber wir kommen näher. Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Wir haben ihn. Vorsichtig! Er könnte noch leben. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen.
Schaut, Onkel, eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen, mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ehrenvoll. Hey. Was ist denn los? Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Ja, es hilft aber nicht. Man kann nicht immer das so machen, Mensch. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Jetzt wissen wir uns, warum er sich an das erinnert. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Ich bin schon eher der von hinten angreift. Darf uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Tier. Okay. Den hier noch? Yuna, ist das? Nein, nicht Taka. Ja, gut. Die können wir doch trotzdem, oder? Trotzdem retten. Er ist schon tot. Ist verhungert da drinne. Schauen wir uns mal hier um. Nicht, dass ich noch irgendwo... Aha, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Verbesserung verfügbar. Sakai Katana. Okay, schauen wir mal. Sakai Katana. Verbesserung ansehen.
Tötet Gegner schneller. Geht zu verbessern, brauchen wir einen Schmied. Okay. Dann gehen wir noch in das Zelt rein. Scheint nichts mehr zu sein. Sagen wir lieber hier rum, weil der steht mit dem Rücken zu uns. Das ist der Boss da drinne. Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Ich glaube, dass ich den gar nicht kriegen werde, oder? Aufzeichnungen. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Sturmdrohnen? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur. An der Küste, nahe dem Kishi-Grasland. Hier lang. Wir suchen meinen Bruder. Einen Schmied namens Taka. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Ah, waren wir doch vorher, wo wir nicht rüber dürften. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Taka lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat ist, wo Taka und ich hingehen.
Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur. An der Grenze zu Tsutsu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Burg Kenada. Fürst Shimura. Ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles an jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Ja, sehr ehrenhaft. Der Kriegerkodex. Okay. Du hast Technikpunkte verdient. Setze ihn ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir den Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Ausweichen. Pariere im letztmöglichen Moment, um deinen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Okay. Was sagt man hier? Machen wir das mal, komm. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, jetzt mache ich hier nochmal ein Ausweichen mit rein. Aufzeichnung aktualisiert. Der geborene Schmied. Für Teilsoptionen. Ist nicht. Burg Kenada, ja, das ist da. Komoda. Abgeschlossen. Okay, da gibt es ein bisschen mehr. Das wäre das, gell? Ich glaube, wir gehen mal hier runter zum unentdeckten Ort. Und machen aber hier eine Schnellreise hin. Gar nicht schlecht. Okay. Ist schon mal geil, dass es so schnell geht. Nicht die ewigen langen Ladezeiten jedes Mal. Ich glaube, ich habe ja eh schon alles eingesammelt.
Artefakte, okay. Tasche. Können wir so ein bisschen die Fragezeichen machen. Und nehmen auf jeden Fall nebenbei noch hier die Mats mit. Gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, dass ich mal keine Minimap ist, obwohl ich Minimaps eigentlich schon gerne habe. Aber so geht es eigentlich auch relativ gut mit dem Wind hier. Lager der Überlebenden. Okay, müssen wir hier rüber? Okay, du bist an ein... Du bist am verfolgten Ort angekommen. Darf ich euch helfen, mein Herr? Wo er Tsushima am besten angreift. Aber mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Feinsteller. Wenn ihr Felle übrig habt, hätte ich im Gegenzug etwas für euch. Sehr gute Qualität. Ach so. Ihr habt meinen Dank. Ah, da kann man Zeug kaufen. Bambus kann man mit ihm zum Beispiel auch kaufen. Okay. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohlergehen. All meine Waren sind nützlich. Fürst Sakai. Ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls ihr euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Mhm. Ich werde daran denken. Danke. Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, die eine lange Reise bevorsteht. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Okay, es dauert noch ein bisschen, bis wir da was holen kann. Aber okay. Kannst jetzt neu leitende Windziel. Ah, okay. Dann reisen wir mal dahin. Wahrscheinlich.
Redes und Kawaja Dojo. Okay, es ist rot noch. Chiharu, you wait. What is Barry? Chiharu. Oh, ich glaube, das ist noch nichts für mich. Das Problem, dass wenn der zweimal ausweicht, dass der dann einfach so weit ausweicht. Lassen wir jetzt noch mal. Ich wollte jetzt eigentlich hierher gehen. Oder wohin ist die Bogenkunst? Na komm, wir machen das hier. Weil eine Ishikawa-Geschichte 1 von 9. Okay, das wird länger sein, schätze ich mal. Ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an. Vielleicht schaffen wir es auch in der nächsten Folge, dass wir dann die Bogenkunst erlernen. Aber wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten immer vielleicht ja, kommentieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.